Abgeordnetenvorstellung, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin ja vorher nicht fertig geworden. Ich probiere es mal sachlicher und hoffe auch auf sachliche Zuhörerschaft, die mich diesmal ausreden lässt. Man wird jetzt sicher mehr. Was wichtig ist, bei diesem Thema sachlich zu bleiben, ist, dass es tatsächlich mehr ist als ein Stück Papier, sondern für ganz viele bedeutet, wie sie täglich zur Arbeit kommen, zur Schule kommen, ganz viele in ihrer Existenz und Lebensqualität betrifft. Und dann ist es natürlich auch manchmal, das tut mir auch leid, aber eigentlich finde ich es berechtigt, wenn ich dann vielleicht manchmal ein bisschen zu emotional werde, weil ich manche Aussagen auch einfach extrem provozierend finde. Deswegen habe ich auch immer wieder was zu der Bürgerbeteiligung gesagt. Diesen ganzen Prozess als große Bürgerbeteiligung zu loben, finde ich einfach nicht richtig. Also da waren so viele Leute aktiv. Eltern, Kirchen, Ortsbeiräte, Umweltverbände und die hatten die grundsätzliche Frage, wo man mit dem Nahverkehr hin will, ob man da sparen, ob man sich leisten kann, davon zu sparen oder nicht. Die hatten die Frage gestellt. Da ging es auch um einzelne Linien, aber nicht nur. Da ging es auch um die große Frage. Und dann einfach zu sagen, das war Beteiligung und wir gehen halt nicht auf alles ein und alles ist der KVG zu verdanken. Nein, ich glaube, die meisten Leute haben überhaupt über diesen Prozess erfahren, weil so viele auf der Straße unterwegs waren und in den Bussen unterwegs waren und Pressemitteilungen geschrieben haben. Ich kann es nur von den Stadtteilen sagen, wo ich aktiv war und was ich von anderen gehört habe, es war jedenfalls nicht nur durch Online-Formulare. Die haben sich ja auch dazu beigetragen, aber man kann es nicht alles so wegwischen. Das finde ich ist auch respektlos gegenüber dem, was da an Protesten stattgefunden hat. Ich bin sehr froh, dass die Bahn, weil dadurch tatsächlich die schlimmsten Einsparungen zurückgenommen worden sind. Soviel zur Bürgerbeteiligung. Und ich glaube, dass das ja auch mit einem Grund ist, warum Sie sich letztendlich erst jetzt getraut haben, die Vorlage in den Geschäftsgang zu geben, weil es ein bisschen ruhiger geworden ist und große Verhandlungen vorbei sind. Und irgendwie finde ich aber dennoch, dass es jetzt genau die richtige Zeit dafür, weil außerhalb des Rathauses ja gerade die Dokumenta läuft, Weltkunstausstellung, die ganze Stadt eigentlich vor Weltoffenheit erstrahlt und dort auch gesellschaftliche Themen gesetzt werden. Der eine oder andere war ja sicher schon dort, hat sich sicher schon mit den verschiedenen Kunstwerken beschäftigt und da wird ja in ganz vielen auch so eine grundsätzliche Frage aufgeworfen, wo sich unsere Gesellschaft hin verändert, wie es um die Ungleichheit aussieht, wie es um Ausbeutung aussieht, um Bewegungsfreiheit, da natürlich eher im großen Maßstab. Und in dieser Zeit beschließen wir hier im Rathaus irgendwie eine Reform, die im genauen Gegenteil geht. Dann beschimpfen die Grünen zwar die CDU, dass sie die Retter des Nahverkehrs wären, aber es tut mir leid, die regierenden Fraktionen sind es einfach im Moment nicht. Es ist nicht, dass der Nahverkehr gerettet wird mit dieser Reform. Und dann kann man sagen, irgendwie, wo sind die Kompromisse der Linken? Aber da kann ich auch nur wiederholen, wie jedes Mal, es gibt Bereiche, wo es einfach keine Kompromisse gibt. Und das ist beim Nahverkehr und das ist bei der Gesundheit und das ist bei der Bildung und das sind viel zu lange irgendwelche Kompromisse gemacht worden, die am Ende halt auch von den Menschen bezahlt werden. Da muss man sich halt über manche Prioritäten klar werden.